Moin Leute, heute geht es tierisch zur Sache, wir wollen über Bullenmärkte sprechen. Und dabei geht es nicht um Märkte, auf denen testosterongeladene Befruchtungsmaschinen verkauft werden, aber seht selbst. Bullen als Befruchtungsmaschinen wäre sicher mal ein interessantes Thema, aber dazu dann mehr auf unserem Kanal The Simple Biology. Wer von euch ab und zu neben dem Sportteil versehentlich mal einen Schwenker auf den Finanzteil der Zeitung wirft oder doch ab und zu mal Wirtschaft und Börse im Netz und TV verfolgt, wird bestimmt schon einmal über diesen Begriff gestolpert sein. Er kann zu Beginn verwirrend sein, aber wenn ihr jetzt die Erklärung dazu hört, dann verschwinden auf der Stelle alle Fragezeichen vor eurem Denkapparat. Greift der Bulle an, dann nimmt er für die Attacke seine Hörner zu Hilfe und stößt von unten nach oben zu. Sein Opfer fliegt wie der Cowboy hier Team Rocket mäßig nach oben. Auf die Börse übertragen bedeutet das, der Bulle sorgt für steigende Kurse, indem er Aktien und Indizes auf die Hörner nimmt und in die Luft katapultiert. Hammer, was sich die Börsianer da ausgedacht haben, wa? Die Bullen sind daher mit einem positiven Image behaftet. Der Bulle steht für Optimismus. Anleger hoffen daher auf einen langfristigen Bullenmarkt. Rechnen die Anleger mit steigenden Kursen, wird die Stimmung auch als bullisch bezeichnet. Der Bulle steht also für den Aufwärtstrend. Welches Tier steht dann für den Abwärtstrend, für fallende Kurse? Dazu mehr in den nächsten Videos. Ich sage haut rein, Leute, wir sehen uns gleich im nächsten Video und bis dann.